Hallo, willkommen zurück zu Delalia. Willkommen, Fried. Was ist passiert mit dem Wetter? Ja, wir brauchen Psychos. Was machst du hier in meinem Regenbogenhaus? Wir brauchen Psychos! Keine Motron. Nee, nicht die Motron. Unten ist einer, okay, du hast keinen getötet. Aber das war gar keine Absicht. Warte mal, der da? Oh, der da ist Psycho. Okay, verstehe. Motron haben wir noch keinen Banner übrigens, sehe ich gerade. Ja, okay. Alle ja nicht alles zu töten, was hier lebt, oder? Langläufig ist das der schnellste Weg, um voranzukommen, würde ich sagen. Okay, warte, nicht, dass die Spawn-Chance hoch. Das Problem, sonst können wir mir nicht spawnen. Also du deckst einfach die Seite rechts von mir. Ich hab gerade eine interessante Idee. Kann man die halten? Ich benutze gerade eine Death Sickle, just for fun. Die hält sich auch ganz gut. Ja, bleibt das der Haar? Was genau? Bleibt das jetzt endlich lange da, weil ich endlich Mana habe? Vermutlich. Was? Nein. Oh, jetzt geht's weg. Das hat ein Zeitlimit. Das macht ganz gut Schaden. Okidoki. Ja, Rainbow Gun. Achso. Dumb Steak, Dennis. Wer droppt denn das? Weiß nicht, aber es ist ein echtes Steak. Kein Steak. Inventar ist bald voll. Falls also ein Psycho was droppt. Cool, wenn du ab und zu vorbeirennst. Mein Gott, Alter, keep dein Inventar fälligst leer! Oh, es ist so schwer, die droppen so viel. Und dann schon wieder eine Banner-Armee, Mann. Herr Banner-Stack? Das ist so dunkel hier. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe nur 12 Slots frei. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Warum hast du so viele Slots belegt? Also, die erste Reihe sind meine Waffen und so permanentes Zeug wie die Angel, die Defense-Statue, das Lagerfeuer und die Herzen. Ja, warum hast du es denn immer dabei? Was zur Hölle? Meine zweite Reihe sind Fackeln und Glowsticks, Heimteleporter, Amaxe, Drill, mein Bait, dann so ein komisches Buch, mit dem ich keine Kritter töte. Ja, klar. Das ist der Teleportationspotion und das Golden Delight und Heilung. Damit sind zwei Reihen schon mal abgedeckt. Die komplette dritte Reihe sind Buff-Tränke. Ja, wenn du das immer alles mitnimmst. Und dann habe ich hier noch Golden Bucknet, diesen Stab, der so Eisblöcke in die Luft setzt, eine portable Piggy Bank und ein Binokular. Außerdem den Clan Terminator sowie Green Solution. Und den hast du auch immer dabei, was bist denn du für einer? Ja, und zwei Stacks Chlorophyll Bullets. Und die anderen 12 Stacks sind eben leer. Du! Deine Bullets sind im Ammo-Slot, nimm gefälligst nicht mehr mit. Im Ammo-Slot habe ich 4 Stacks Ichor Arrows. Aktuell. Oh mein Gott, da sind Motron-Flügel direkt neben mir. Dieses Mal despawnen sie nicht. Ja, okay. Ich hab sie. Als ob. Ich hab Motron-Flügel. Geil. Es liegen einfach direkt neben mir. Ich dachte mir, WTF, dachte ich mir. Das ist blöd. Habe ich die Flügel überhaupt schon?
Menacing Tattered Fairy Wings. Ah, gut. Sich die Modron-Flügel jetzt eben besser. Okay, ich lauf mal durch und nimm mal den Scheiß mit, der hier rumliegt. So wie es aussieht, habe ich noch nicht genug Steaks gegessen. Oh, was da gerade du auf einmal? Okay, es lag scheinbar nichts Gescheites rum hier. Heißt, mit Icho helfe ich dir halt. Schau mal, wie viel extra Damage die kassieren durch Icho. Ich hab halt gern meinen Daedalus. Bogen. Ich hab halt nur deinen Daedalus. Was? Nein. Ich hab 1, 2, 3, 4, 5 Waffen, wenn man das so nennen kann. Ich habe halt die Balliste immer dabei. Ja, was weiß ich. Natürlich ist es nicht ganz effektiv. Oh, Modron-Banner, scheiße, ich hab's beinahe weggeschmissen. Das hätte ich jetzt nicht so geil gesehen. Ja, du hast gesagt, soll mein Inventar leer räumen, also habe ich die. Und da habe ich gerade auch gesehen, dass das eine pinke Zeile mit noch ein Research. Ja, also wenn du das nachher brauchst, gib Bescheid, kannst du dann haben. Ach, jetzt noch einen. Ich möchte aber nicht noch 50 töten, ehrlich gesagt. Nein, Psycho spawn halt. Wie sie spawnen. Ich sehe keinen einzigen. Ah, doch, da kommt aber einer. Psycho Knife, das ist es, oder? Ja, das ist die Waffe. Wieso hast du? Ja, dann kriegst du sie hier. Wie schnell ist die denn? Ah ja, cool. Die ist sehr schnell. Ja, hier gönn dir. Hast du? Ja. Wenn du noch einen Slot hast, kriegst du einen Modron-Banner noch drauf. Researched. Nice. Das ist, weißt, ich sehe ihn dort, töte ihn und springe rein und dann hat er es tatsächlich drauf. Meine Modron-Flügel sind aus irgendeinem Grund relativ blau. Ich tatsächlich Modron ist nicht da, also sollte mir niemand hinterherlaufen. Das klingt sinnvoll. Falls doch, vielleicht läuft mir ja jemand hinterher. Ich bin aber raus aus dem Gebäude jetzt. Was? Döp. Ja, dir laufen einige hinterher. Oh mein Gott, wo kommen die denn her? Ja, die sind dir hinterhergelaufen. Wie mir? Wieso mir? Ja, die sind erst gekommen, als du da warst. Ich bin doch schon, ich stehe hier die ganze Zeit, ich stehe hier seit 10 Sekunden. Einmal kommen von rechts Gegner. Ja, erst als du da warst. Ich war vor dir da und da kam noch gar keiner. Du warst 2 Sekunden vor mir da und es hat 2 Sekunden. Ich bin sofort heim. Ich bin nur nach dir hochgekommen. Ich habe schon mindestens 3 Items aus der Kiste genommen. Also das waren definitiv nicht 2 Sekunden. Ich hab's Videobeweis. Man sieht auf deinem großen Bildschirm sicher, wie ich plötzlich da bin. Ja. Ja. Nach mir. Lange nach mir. Nicht lange. Direkt. Und ist ja auch egal. Nicht direkt. Ich war instant hier, weil ich teleportiert habe. Du bist da anscheinend hergelaufen. Nein, ich bin teleportiert. Du bist oben auf dem Dach gewesen. Ja, ich bin hier. Ich bin teleportiert und dann bin ich extra aus dem Haus raus, falls mir einer folgt. Dip. Das sieht man in deinem Video. Nervensäge. Auf jeden Fall ist die Kiste jetzt leer. Ja, aber. Leck nicht falsch, würde ich sagen. Was ist denn hier? Ich dachte, ich habe Nails rausgenommen. Weiß nicht. Bin jetzt komplett blöd? Wo sind jetzt die Nails hin? Was sind denn Nägel, Mann? Die waren doch gerade in meinem Inventar! Oder nicht? Hier liegen sie drin. Ich hab nur Snails. Sehr interessant. Nein, Nails. Nicht Snails. Ja, tut mir leid, die habe ich nicht. Also. Linkes Gern. Okay, Nail Gun und Nails. Gib Bescheid, wenn du was brauchst, bist du dann chillig. Vielleicht hole ich mir jetzt einen Snack. Nailgun, Nail, Celestian Shell, die können wir nicht bauen, oder? Also, erst nach dem Golem, begann Sunstorm. Ja, genau, das meinte ich. Ja, bingo, genau. Clovia Jacket, das habe ich hier drin. Oh, hast du wohl schon noch. Clovia Jacket und Clovias Pants. Dann das von Die Trader, den Sphere Stuff.
Okay, das eine muss ich gleich nachschauen, ob es das schon gibt. Die Trader Turban und Deadly Sphere Stuff. Sind die überhaupt gut? Das war die Frage. Ich pause hier mal einen Stream, Sekunden. Ob die ja gut sind? Wer denn? Die Spears. Spears. Bezweifle ich irgendwie. Nein, gut. Sachen, die man verbraucht, müssen ja stärker sein. Spectre Bars. Hä, wie verbraucht man? Verbraucht man die? Speere? Sind die nicht zum einmal wegwerfen? Nein! Sphären! So, die gefallen mir nicht. Ich habe Tiger, Dennis. Ich benutze nichts anderes mehr. Die Eye of Cthulhu. Ach, wer interessiert sich noch bei Julius? Die sind sowas von ein LP zu alt. Nur kleiner Witzbold. Golemfischraum, Kultist. Moonlord. Sporsack. Das war Golem. Lebensmittel verteuern sich. Ah, immerhin werden wir nicht verhungern, wo wir zahlen müssen. Ist das ein... Okay, ja, das ist das da. Stardust. Portal. Temerian. Oh, okay, jetzt kommt wieder Banners. Gute Güte. Was ist denn da los? Achso, ich hab noch so viel Inventar, okay. Dr. Man's Fly Banner. Yes. Moth Run Banner. Dennis. In meinem Spam-Ordner ist Dungeon Defenders Werbung. Ich glaube, die ist echt. Okay. Newsletter at dungeondefenders.com. Dungeon Defenders going rogue. Jetzt im Early Access. Wann hast du die Mail bekommen? 2. April 18:38 Uhr. Okay, also dann ist, sie ist es bei was Richtiges. Was ist denn das? Neues Spiel oder was? Ja. Nobody's Home, okay. Oh, 49%. Scheint nicht gut anzukommen. Ja, es ist scheinbar ein Dundef Roguelite, das die jetzt einfach spontan released haben. Vor 3 Tagen. WTF. Wie sieht das denn aus? Ancient Dragon, Goblin Mech. Wellen. Und sieht so aus, als hätte man mehr Fähigkeiten. Weniger Türmen. Ah. Ich meine, wie kann Dundef als Roguelite denn bitte nutzen? Da sollte es. Da arbeitet man sich ja normalerweise durch und verteidigt nichts. Also, okay, das ist unobtainable. Warum machen die das? Muss sie selber fragen. 4-Spieler-Coup. Combining Roguelite Action RPG and Tower Defense Gameplay into a crazy free-for-all. You and up to 3 friends versus Horde's Fangs. Unlock new weapons and rooms. Oh ne. Oh, Early Access nur 10 Euro. Ah, oh, Butcher Banner. Oh, wie kann das so schlechte Bewertungen haben, Mann? Uiuiui. Sieht ja auch nicht unbedingt schlecht aus, ja, aber. Finde ich wirklich gut. Sehr merkwürdig. Awakened hat auch voll die schlechten Reviews. Und die. Oh, warte mal. Wunderbar. Kurzem bombardiert. Was bombardiert? Ja, die, wenn ich auf kürzlich gehe, sind es nur 51% positiv. Und insgesamt aber 68%. Ist vor kurzem noch einmal eine Negativwelle erschienen. Haben wohl irgendwas falsch gemacht. Was war denn dein letzter Kill? Mein letzter Kill. Reaper 924. Hm, hast du auch welche. Wir haben sein Banner noch nicht. 900 Reaper und wir haben sein Banner. Nein, nicht. Nein, nicht vom Reaper. Von wem dann bitte? Vom Psycho. Oder hast du eins bekommen? Psy. Aber nee, kann nicht sein, weil mein Bestiari eigentlich sagt, dass wir
die Drops noch nicht kennen, es sollte eigentlich noch kein Bananenhaus sein. Nö, habe ich nicht eingescannt. Wie kann das denn sein? Ja, anscheinend spawnt der nicht so oft. Ja, dann machen wir was. Mein Gott, was zur Hölle, gehe ich hier hoch und sammle wieder 30 Items ein. So, das kommt mal vor. Der Typ, der mit Dungeon Defenders angefangen hat, hat später Ark mitprogrammiert und mich verarscht. Also ich habe kurz eine 40 gesehen. Wenn das der Psycho ist, dann sind es 40. Okay, klingt realistisch. Ich brauche meine Erhöhung. Hi. Oder war das Nailhead? Nee, der war bei 55. Selbst kommt, hätte ich nicht. Ich sehe keinen Psycho und ich höre auch keinen. Hatte ich ja echt Glück mit dem Item. Ja, vielleicht kommt keiner, wenn du in seine Richtung schaust. Aha. Hab ich auf jeden Fall gerade eingekillt. Ich sehe nichts, zu dunkel hier. Bei mir spawnt nichts, also wenn du weg bist, kriege ich keine Gegner. Achso, okay. Ja, ich meine, es ist halb so wild, ich könnte es ja einschalten. Oh, mal dran. Ja, die kamen in den Hit. Ich sehe keinen Psycho, auch wenn ich sie hell leuchten lasse, nicht. Zählt der als seltener Gegner? Nee, Eisor zählt als seltener Gegner. Bei dem haben wir über 100. Psycho. Kinero. Ja, genau. Oder Psycho-Klinge. Oder Psy-Strahl. Oder. Was gibt sonst noch, was mit Psy anfängt? Wenn eine Psycho-Attacke ist. Sicher nicht das einzige gewesen. Da hinten ist einer gestorben und dann ein Haustier. Ja, mein Haustier ist quite effective, to say the least. Deadly Sphere Banner.
Habe ich schon. Ich habe nichts im Inventar, was ich noch nicht gescannt hatte. Deswegen lösche ich es jetzt. Manfly. Frankenstein. Aber das stimmt doch. Warte mal, Nailhead. Was? Wo war gerade Frankenstein, wenn das Nailhead ist? Nicht blind? Ich schau dran. Ach, warte, da ist ein Frankenstein. Das ist aber falsch. Das Monster hat doch gar keinen Namen. Frankenstein ist doch der Doktor. Egal, ich kann ihn ja nennen, wie sie. Bei mir kommen Reste deiner Gegner an. Oh, hey. Ich habe aber echt immer noch keinen Psycho. Oh, da ist ein Psycho hinter mir! Ah! Stirb! Okay, ich habe nichts gesehen. Absolut keine Ahnung. Nope. Warte, stand da gerade. Nailhead haben wir auch nur 48. Ich versuche Nagelköpfe zu töten. 46 habe ich gerade gelesen. Gut, wir müssen für Nailhead aber auch noch kurz bleiben. Ach, ich mach die Spawns bei mir an, ist ja nervig. Das ist so ein bisschen. Du meinst, den Nagelkopf haben wir nicht genug? Naja, noch einen. Ja. Oh, ja, scheinbar. Geiler Scheiß. Hab's favorisiert. Please, like and subscribe. And click the bell. Ich habe Fotos von kaputten Panzern an. Was? Okay. Ah, ganz sehr hübsch. Strangest Hobby. Ja, die wurden wohl vor ein paar Tagen zerstört. Die gehörten mal Russland. Aha. Das ist ja sehr weit jetzt nicht mehr. Naja, jetzt wollen sie die, denke ich, nicht mehr, aber die ziemlich. Wir haben 50. Sicher, ja. Researched. Ich hab's nicht. Komm her, dann droppe ich dir das Nailhead-Banner. Wo auch immer du bist, du musst es abholen. Okay, hier, gönn dir. Hast du? Ja. Ich hoffe doch. Sehr nice. Sonst noch was oder war's das? Ich hoffe, das war's. Ich will nie wieder irgendwas töten müssen. Ich will nie wieder was töten müssen. Okay, du bist ja sehr. Fast drauf. Okay, Deadly Spear. Searched. Und Nailhead researched. Ja, das kam sogar direkt hier näher darunter. Poisonous Spore. Kommt aber nicht bekannt vor. Was? Giftig, sagst du? P-O-I, oder? Poi. Ah ja, ich sehe schon, warum es mir nicht bekannt vorkommt. Also ich habe das nicht. Sorry. Ist das neu? Nein, das ist einfach nicht drinne im Spiel. Ah, sowas gibt's. Okay, ich glaube, ich bin gerade bei dem Martin. Oder nicht bei dem Martin, bei den anderen. Obwohl Martin Monster ist auch drin. Ah ne, warte, das sind die Dinger. Luminite. Kommen die ganzen Waffen davon. Und Dice. Und Monolithen. Ach ja.
Super, ne, kann man auch noch nicht bauen. Aber warte mal, aber die Celebration. Ja, nur Actionmusik hier, wie kann das sein? Wo kommt die Kannst du her? die mal abschalten? Ich glaube, ich gehe in den Keller. Post Golem, ja, aber wo genau kriegt man sie? It is sold after. Okay, als allererstes, wir brauchen das Party Girl wieder. Und zweitens, das ist aber auch erst Post Golem, aber wir brauchen das Party Girl dafür. Aber wir können den Golem vorher machen. Ja, dann mach mal die Zeit schneller, statt dass sie gar nicht vergeht. Das wäre, glaube ich, schon mal hilfreich. Ich lasse die Zeit laufen. Mehr mache ich nicht. Ja, aber schnell. Oh, sie ist sogar schon auf schnell eingestellt. Ich weiß nicht, ich falle einfach nur. Hey, wir haben einen neuen Tax Collector und einen neuen Wizard. Wann sind die denn beide gestorben? Schneegebiet, gell? Ja, wenn du da so unvorsichtig rumläufst. Nicht mein Fehler, aber ja, gut. So, das ist das da. Ist die in... Ich glaube, ab Montag gibt es keine Maskenpflicht mehr, gell? Oh mein Gott, jetzt bin ich bei Dwarf Chests angekommen. Glaube ich. Mir ist es egal, ich trage sie weiter. Aber ich glaube, die wird abgeschafft. Er gibt ja auch so viel Sinn. Bei neuen Höchstständen. Ja, scheint ist es wohl doch nicht so schlimm. 200.000 Neuinfektionen letzte Woche im Mittel. Und mir jetzt. Naja, anscheinend ist der Virus nicht mehr so schlimm. Ja, scheinbar ist Omikron wirklich weniger problematisch als Delta. Das mag sein. Am Anfang war ich mir da nicht so sicher, aber. Zahlen sprechen für sich. Jeder neunte Händler in Bayern will weiter Masken verleihen. Lese ich gerade. Das dürfen die ja jetzt selber entscheiden. Ach so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob meine Firma wahrscheinlich dann keine Maskenpflicht mehr. Jetzt kommt wieder die laute Minderheit daher. Ja, dann müssen wir die laute Minderheit einfach ausstellen. Ja, das ist... Die laute Minderheit bei uns sind wahrscheinlich trotzdem mehr Leute als in deinem Büro. Trapped Jungle Chest, Trapped Corruption Chest, Trapped Crimson Chest und Trapped Halo Chest. Jungle Corruption Chest. Dann trapp die mal. Und dann die Trapped Ice Chest. Also, ich glaube, den Golem machen wir dann mit einer nächsten Aufnahmesession. Also, mach du schon mal alles andere, was du da gerade ansprichst. Ja, ich hab's ja gerade reingehauen, deswegen habe ich da gerade drüber geredet. Gut. Ich lösche mal deinen Pulsbogen-Kommentar. Ah, ja, das kannst du machen. Trap Spooky Chest. Krass. Ja, die Spooky. Martin habe ich nicht. Fake New Chest. Okay, das ist Pixelblock, war dieses unimplemented Item. Da bin ich jetzt bei. Aber die kann man noch nicht kaufen, weil es erst Tier 3 ist. Und Tier 3 ist ja bloß Kohle. Okay. Okay, achso, das ist das da. Das ist die da, okay. Ah, Party Girl ist wirklich gekommen, okay. Als ob. Gott sei Dank. Hab mich schon schlecht gefühlt. Kann ich endlich die Musik wieder korrigieren? Stimmt. Stimmt, dafür brauche ich die auch. Ja. Ah, wieso korrigieren? Die Asservat-Musik ist doch eigentlich richtig. Denkst du das? Ja, tue ich schon. Nein. Nicht.
Old One Skeleton. Kommen die erst in Tier 3? Oder? Ja, okay, die hängen mit dem dazu. Ja, wahrscheinlich. Macht das erst in Tier 3 Sinn. Okay, das sind alles NAs. Betsy. Ach, das ist dann die Rüstung. Celebration in Kultur. Wenn man auf einer englischen Webseite darüber liest, dass ein Deutscher verhaftet wurde, weil er 87 Mal geimpft wurde. Erstens wie? Zweitens warum? Scheinbar hat er die Impfnachweise verkauft. Oh. Aber er hat kein Problem, so oft geimpft zu werden, okay. Ja, man könnte das jetzt natürlich umdrehen und sagen, wofür habt ihr Angst? Der Typ hat 87 Mal überlebt und dem geht's noch gut. Naja. Fand's nur witzig. Das ist der erste Tweet, den ich sehe vor 3 Stunden. Okay, ja. Frozen Shield. Da kann Research. Ich nicht. Ah, warte, das musst du craften. Oh, hast du schon. Cool. Bist aber schnell. Dann das Hero Shield. Das musst du auch craften, Mann. Paladin und Flash Knuckles. Und ja, Flash Knuckles. Flash. Flash Knuckles. Research, so. Weapon Scope. Habe ich das wirklich schon gedüngst? Scheint, ich habe es einfach nicht angezogen. Oder? Ach nee, nee, dafür braucht man ja das da. Stimmt, okay. Barbecue Ribs. Ah, davon habe ich ein paar gegessen. Die brauchst du jetzt noch, verarsch mich. Ja, ich habe auch genug. Gott sei Dank. Ich glaube aber, dass ich mit denen fertig bin, also hätte ich diese auch geben. Oh, ich brauche eine Spooky Toilet. Na, sowas habe ich nicht. Die baut man aus Spooky Wood? Was? Ich habe gar kein Spooky Wood gescannt. Du kennst kein Spooky Wood? Ich habe nie welches gedroppt bekommen. Wie ist denn das passiert? Ich überlege gerade. In der Terraria-Welt, wo es keine Bäume gibt, kann man bis zum Pumpkin Moon kommen? Und dann, du hast deine ersten Bäume kriegen. Naja, du kannst dir die ganzen Werkzeuge rein aus dem Metall craften. Aus der kein Holz schafft. Naja, das Ding ist halt, das kannst du nicht wirklich mit allen Werkzeugen machen. Mit den ersten geht's nicht. Die brauchen Holz. Was? Ja, die ersten Werkzeuge brauchen Holz. Die haben einen Holzstiel. Das ist, ja, glaube ich, erst ab Hellstone, dass es kein Holz braucht. Ich glaube, alles vor Hellstone braucht. Oder? Nee, okay, ich glaube, Nightmare braucht auch kein Holz. Aber bis Platin ist, glaube ich, Holz. Ich suche nach Iron Pickaxe und das erste ist das Minecraft-Wiki. Im Ernst? Ja, also wirklich, was für ein Schwachsinn. Und dann kommt Valheim, OSRS und RuneScape. Hallo? Vergesst ihr nicht irgendwas hier? Vielleicht sollte ich ein anderes Material. Ja, Minecraft, Terraria ist halt nicht für sie, für sowas nun. Ist ja auch eine unwichtige Spitzhacke, die man nicht lange braucht. Oder auch überspringen wird. Okay, jetzt kommen, sind hier Möbel aus Nebula und so.
Ja, dann bist du wohl fertig. Nee, noch nicht ganz, aber bin definitiv schon weit unten. Stardust Brick Music Box Day Remix. Wie komme ich denn an die? Crafting. Ja, inwieweit? Oh, Martian Conduit Plating. Okay. Journey is Beginning. Brauche ich dafür alle Musikboxen? Da ist Empress of Light drin. Okay. Eco-Block. Habe ich den schon? Die sind vom Cyborg. Ja, die habe ich. Eco-Block und Spectre-Goggles. Eco-Block, Spectre-Goggles. Witch's Broom. Was? Sowas gibt's? Kann man da fliegen? Ja, sie lagen in der Kiste, also meine nur. Witch's Okay, Broom. kann ich nicht. Ja, ich glaube, den kann man schon fliegen. Ist halt auch ein Master Mode Item. Okay. Cyborg. After completing Martian. Okay, also Cluster-Raketen können wir noch nicht bekommen. Absorbs Liquid on Impact Material. Wo ist unser Guide? Oh, was? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Haben wir schon alle NPCs? Hab nicht bemerkt, dass eine Prinzessin eingezogen ist, also. Es ist eine da. Wo denn? Keller von mir? Sie hat sich in. Nein, sie ist in Ist Random Abyss irgendjemand im Armor ausgelaufen. Hotel oder habe ich das komplett umsonst gebaut? Da ist keiner eingezogen. Also echt schon genug geworden zu dem Zeitpunkt. Vielleicht merken die. Also das sind ja ganz viele suitable Häuser, das sind zu viele Leute an einem Ort. Ziehen da nicht ein. Keine Ahnung. Wenigstens einer. Was ist denn der Guide? Ist der nicht respawned? Ihr braucht schon eins. Ja, ich. Wo ist er? Lass ihn Leben doch einmal tut er. umsehen, wenn du ihn nicht Leben siehst. tut er auf jeden Fall. Wo Ja, dann wohnt er? lass ihn doch ins Marmorhaus ziehen. Dann ist er. Ja, nicht, dass er am Ende irgendwo wohnt, wo er wichtig ist. Dann geh halt jeden Pylon einmal kurz lang. Ding dong. Scheinbar. Ich sehe nicht. Das wenn ich extra noch mal reinzoome. Sehe ich nicht. Wo ist er? Das musst du jetzt ohne mich schaffen. Bist schon erwachsen. Wo Ich zur werde dich Hölle nicht mehr wohnt rumfliegen der lassen. Typ? In der Hölle war er vorhin denn nicht, kann ich dir sagen. Hast du schon im Pilzbiom geguckt? Der Hölle ist er, glaube ich, ja nicht. Ich sehe ihn da nicht auf jeden Fall. Willst du, um sich nur treffe? Hinter ihm. Was zur Hölle? Warum stehen die aufeinander? Wie soll ich denn die erkennen? Warte, echt jetzt? Auf der Map sehe ich nur treffe. Warte, der Geist ist wirklich dort? Okay. Gern geschehen. Was ist das? Ah, die kommen weiter unten. Okay. Okay, ich brauche also nur Flüssigkeiten. Wenn ich die craften will, okay, gut. Dann, nein, wo habe ich jetzt hingeklickt? Da will ich. Dann falle ich jetzt erstmal nach ganz unten. Ich brauche als allererstes Lava, oder ich würde zumindest als allererstes Lava nehmen, weil Lava nicht so leicht zu erreichen ist. Also.
Warte, eigentlich kann ich doch einfach mein Lava anmachen. Demon Conjure und schon bin ich da unten. Reicht auch, wenn ich hier drüber stehe, oder? Jupp. Wie viel brauche ich davon? 99 Lava-Raketen. Was machen die? Spreads Lava on Impact. Also das klingt ja sehr krank. Bist du eigentlich verrückt? Ja, irgendwo muss ich gar nicht sein. Ich habe schon ein Riesen-Lava-Loch gemacht. Das war schon bevor wir das hatten. Brauch kein Lava und mehr. Okay, dann baue ich jetzt noch Wet Rockets. Das ist sehr interessant. Die einen heißen Lava, aber die heißen jetzt nicht Water, sondern Wet. Schon. Naja. Mein gut, die Lehren heißen Dry, aber. Warum habt ihr dann für die anderen das genommen? So. Honey Rocket. Also. Als allererstes researchen wir die Red Rocket, dann researchen wir die Lava Rocket und dann researchen wir die Honey Rocket. Red, Lava, Honey. Okay, habe ich diese Raketen? Kriege ich die überhaupt schon? Die klingen ein bisschen sehr stark. Oh ja, brauche Rocket 3. Die habe ich aber, glaube ich. Du hast doch alle 4 gescannt. Okay. Und auch was damit zerstört. Rocket 3? Warum benutzt man für die Rocket 3? Die Raketen, die ich bauen will, heißen Mini-Nuke. Mich würde es wundern, wenn sie keine Blöcke zerstören. Also. Wundert es mich jetzt gerade schon, dass ich Rocket 3 für die verwende. Autohammer steht der da drüben. Mini-Nuke. Huge Blast Radius will not destroy Tiles. Das bitte. Ja, da hast du deine Antwort. Warte mal, stand das bei der anderen auch? Oder stand da Blocks? Die benutzen doch das Wort Tiles. Ja, okay, die benutzen. Also, Nukes sind nicht stark genug, um Blöcke zu zerstören? Ja, gibt's auch noch. Ach so, ja, ich sehe schon, das ist Mini-Nuke 2. Oh. Die braucht da nämlich die Rocket 4. Das ergibt doch jetzt Sinn, denn es gibt einfach für beide Geschmäcker was. Wie viel brauche ich von euch? Okay, einmal craften reicht, wenn man direkt 100 auf einen Schlag baut. Heißt das also, Shumite ist radioaktiv? Ah. Ja, irgendwie schon. Die Rüstung würde ich jetzt nicht anziehen. Mini-Nuke 1, Mini-Nuke 2. Aber was ist denn radioaktiv? Das Chlorophyt? Oder der Pilz? Na, der ist doch die ganze Zeit am Leuchten, Mann. Also, der Pilz. Warum kann man damit Heilträge bauen? Und der verstärkt halt einfach die Wirkung. Mit seiner Radioaktivität? Voll realistisch. Langzeitfolgen sind einfach noch nicht erforscht worden. Also, ich weiß nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir in dem Spiel negative Folgen haben dadurch. Egal, ja, wie lange wir spielen. Sind ja auch noch keine 10 Jahre. Okay. Aber ich glaube, wenn man so viel davon konsumiert, muss es, glaube ich, gar nicht so lange dauern. Der Desert Tiger Staff. Okay, ist der in der Kiste? Ja, ist er. Researchen wir den? Der Wüstentiger. Der ist cool. Irgendwann habe ich ihn auch auf Stufe 3. Achso, das ist das. Warte mal. Wie viel brauche ich dafür? Kann ich den schon kaufen? Nein. Dafür braucht man keinen Research. Das ist sowas. Wait a minute, ist das da? Nein.
Warte, was ist der Morningstar? War das? Das Ding. Okay, researched Morningstar. Oh, okay, das ist das andere Ding. Dark Harvest. Eine Peitsche. Oh. Nein! Hallo, hast du geschossen? Ich habe das Tab geschlossen. Halb so wild. Nein, nicht halb so wild. War das jetzt seit Beginn des LPs offen, oder was? Ich habe hier nur... Hä? Du weißt, wie man Steuerungsschrift T drückt. Hä? Was laberst du mit Steuerungsschrift T? Ja, das öffnet das letzte Tab, das man hatte. Boah, mein Gott, Mann. Du verstehst nicht, worum es geht. Richtig, deswegen lasse ich dich jetzt reden. Ja, du, jetzt sind wieder Items in der Liste, die gelöscht wurden. Weil halt noch nicht abgespeichert war. Ja, das ist doof. Musst halt jetzt ändern. Du wolltest das in einem Tab machen, statt in einer anderen Software. Wie denn sonst? Glaubst du, ich kann die komplette Liste von der Wiki runterkopieren in Excel oder was? Ich hätte mal gehofft, dass das geht. Vor allem habe ich gar kein Excel. Ja, brauchst du auch nicht. Gibt ja genug OpenOffice oder LibreOffice. Ich bin mir 100% sicher, dass das nicht so simpel geht. Ja, als ob es da ein Zeichenlimit für Kopien gibt. Ich glaube einfach, dass er die Position nicht richtig erkennt und das dann nicht in drei Zeilen macht. Ach so. Also in drei einzelnen Spalten. Ja, aber es gibt sogar eine Trennfunktion. Ja, ist auch egal. Wenn es dir so mehr gefällt, okay, tu es dir an. Hier bist war dabei. Ich. Lizard Toilet, Martin Toilet, dann das ganze Solar, Vortex, Nebula. Ich lasse dich dann für den restlichen Part allein, wenn es zu spät. Aber den auch so. Habe ich vom Eco-Block? Anscheinend habe ich vom Eco-Block gespeichert. Eco-Blocks, Vector Rockets, Witches Boom, Cluster Rock. Nee, Cluster Rocket nicht. Red Rocket, Lava Rocket, Tiny Rocket, Mini Nuke, Mini Nuke, Dry Rockets. Der Desert Tiger Staff. Dann habe ich jetzt den Morning Star und den Dark Harvest Research. SDGS. Speichern. Ja! Oh, der Mudbutt. Das ist das Ding. Ja klar, der macht natürlich nichts, wenn man, ja. Wenn man hier so niemanden hat und so. Desert Chest. Dein Ernst? Okay. Dann wird sie auch gleich getrappt, weil die kommt literally dahinter. Trap Desert Chest. Der Stellar Tune, das ist doch. Haben wir das noch nicht? Ist das irgendwie auch Bostop oder so? Ja, Impress. First Fractal, Terra Toilet. Können wir die schon bauen? SDGF Terra. Oh ja, das sollte gehen. Okay. Toilet. Wir brauchen die Standard, die da. Und dann brauchen wir das Broken Hero Sword. So, researchen wir eine Terra Toilet.
Was steht hier? Can be played seriously? This is what you use the working you sword for. Ja. Kann man das nicht ersetzen, hallo? Das ist dieselbe Art von Möbelstück. Was zur Hölle? Er liegt da nicht verliebt. Machen wir das Partygirl hier rein. Einfach so. Wo war ich jetzt? Ah ja. Jetzt kommt das Zeug. Dr. Man's Fly. Mask und Lab Coat. Und dann die drei Sachen vom Butcher. Ah, jetzt würde der mit Prismatic Die kommen. Aber ich glaube fast, dass wir den noch nicht bauen können. Weil ich vermute, dass der... Hat mit der Empress zu tun. Okay. Treasure Bag. Fairy Queen, also Empress, Empress, Empress. Shadow Journalism Lance. Das ist die hier. Was ist Hexed Branch? Oh. Oh. Nice. Das haben wir ja nicht bekommen. Das haben wir anscheinend wirklich nicht bekommen. Kacke. Das ist wirklich ein bisschen kacke. Toy Tank, Plantera, Seed, Ling. Okay, kopieren wir mal den Hexed Branch und schreiben das hier rein. Dann Guardian Golem, Pork of the Sea, das ist Ökfischem, okay. Luna Kultist, Moonlord, Fairy, Pumpkin Pet, Pumpkin Scented Candle, nehmen wir anscheinend auch nicht, kann das sein? Nope. Shrub Star. Und Frozen Crown. Martian. Ogre Club. Ne, warte, ich glaube, der Ogre droppt das noch nicht. Betsy. Empress. Kaleidoskop. Das ist auch Empress. Starlight ist auch Empress. Plantera Relikt. Ja, davon haben wir welche. Die können wir researchen. Golem, Duke Fisham, Luna, Moonlord, Martian. Wir haben das wirklich nicht für die Dingens gemacht. Morningwood, Pumpkin. Ice Queen, Everscream und Santa NK. Ice Queen, Santa NK und Everscream. Dark Mage. Ogre. Betsy. Die scheinen alle noch nicht wirklich zu kommen oder sowas. Empress. Universal Pylon. Nightglow. Fairy Queen. Fairy Queen. Celestian's Gate Starboard. Ne, warte, das ist Moonlord. Okay, ja.
Zenith, Prismatic, Lost, Empress, 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 Duke, Terror Prisma ist auch Empress. The Towers, Luna Boss. Otherworldly Music Box Plantera. Music Box Journey's End, Rainbow Cruiser. Journey. Was braucht Journey's Beginning? Hat ja. Was braucht Journey's End? Hey, hallo? Ich sehe nur Journey's Beginning. Wo ist Journey's End? Bin ich sowas mal für Journey's End. Journey's End. Purchased from the Princess. Okay, Princess. Wann kann ich den kaufen? When Moonlord has been defeated. Okay. Dann fehlt mir also noch Otherworldly Music Plantera. Die ich jetzt spontan so noch machen kann, alleine, ohne meinen Cousin. Wir geben uns eine Music Box. Dann gehen wir hier runter und teleportieren uns gleich einmal zum Dingens. Und dann machen wir das mal. Danach sollte ich aufhören zu spielen. Ich glaube, dass ich woanders gebraucht werde. Um 21 Uhr habe ich nämlich noch was anderes zu tun. Also außer daran hat sich irgendwas geändert. Ich wurde jetzt noch nicht angeschrieben oder sowas. Also nochmal reminded quasi. Keine Ahnung. Ich nicht einfach mal schnell finden. Ich brauche nur einen einzigen Block. Ja, okay, ich habe es die meiste Zeit eingefroren gehabt, aber so weit oben spawnt hat auch nichts. Ding finden. Mehr brauche ich doch gar nicht. Bin ich doch schon fertig. Mensch, ich habe eigentlich keine Lust, das im nächsten Part zu machen. Also möchte ich das gerne jetzt machen. Aber irgendwie scheint es nicht wirklich von Erfolg gekrönt zu sein. Einen Plantera-Blub zu finden. Danke, dass du dich instant gechanged hast, weil ich hätte jetzt nicht mehr lange überlebt. Hatte ich die Plantera-Musik an, als wir Plantera gespielt haben? Weil das smasht ja richtig. Oh,
ja, jetzt, jetzt dauert's ein bisschen. Aber danach können wir die researchen. Da, Otherworldly Music Box Plantera. Research. Kann ich die hier rauslöschen? So, und speichere ich die Webseite nochmal ab. Und ich würde sagen, bewerten nicht vergessen, weiter geht's im nächsten Part und tschö.